Großartige Stimmung heute beim morgendlichen öffentlichen Training der Bayern in Doha. Eine Gruppe kolumbianischer Fans war gekommen, nicht nur, aber in erster Linie, um ihr Idol James Rodriguez zu feiern. Karneval in Doha. Gute Stimmung auch bei Sven Ulreich, der heute erstmals nach seiner Fingerverletzung auch wieder die Torwarthandschuhe übergestreift und neben Konditionsarbeit und technisch-taktischen Übungen am Ball eben auch das klassische Torwarttraining voll durchziehen konnte. Ein Zeichen, dass die Verletzung vollständig auskuriert ist? Vollständig noch nicht. Ist natürlich noch leicht weh, aber es geht auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Es ist natürlich ärgerlich, dass es dann gleich beim zweiten Training passiert. Aber zum Glück ist nichts kaputt gegangen und ich konnte dann nach einer Tag-Trainingspause wieder normal mitmachen. Unabhängig von der schnellen Genesung generell, wie findest du das Trainingslager bisher? Wir haben super Bedingungen hier wie immer und ich glaube, das nutzen wir hervorragend aus, auch wenn es nur 5 Tage sind, aber die sind intensiv und die sind auch wichtig für die weitere Saison. Noch nicht ganz so weit wie Sven Ulreich ist Robert Lewandowski, aber nach individuellem Aufwärmtraining hat der Pole auch wieder die Fußballschuhe angezogen und zumindest den anstrengenden Kraftzirkel mit der Mannschaft bestritten. Auch Joshua Kimmich geht es besser. Nachdem ihn gestern eine starke Erkältung niedergestreckt hatte, konnte der Youngster heute schon wieder in den Fitnessraum und auf dem Ergometer an seiner Genesung arbeiten. Kleines Schmankerl noch zum Schluss. Am Rande der morgendlichen Trainingseinheit trafen mit Jupp Heynckes, Hasan Salihamidžić und dem Waliser Ian Rush noch 3 echte Fußballlegenden aufeinander. Wer weiß, vielleicht sieht man sich ja am 24. März wieder, wenn es an der Anfield Road zum großen Legendenspiel zwischen Liverpool und dem FC Bayern kommt.